Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Classic. Ja, ich war jetzt wieder ohne Cam. Diesmal liegt es aber nicht daran, dass die Cam funktioniert, sondern dass ich hier gerade ein bisschen umsortieren bin. Ich habe es jetzt endlich mal geschafft, einige Kisten, die ich noch vom Umzug hier hatte, auszuräumen. Beziehungsweise jetzt sind, glaube ich, nur noch 2,5 Kisten da. Und es sieht furchtbar aus hier hinten. Es sieht aus wie bei den Messies. Also, jetzt gerade in diesem Moment, weil ihr es so gewöhnlich seht hier in den Streams, ist es in der Regel recht aufgeräumt. Ja, dann kam mir gestern auch noch die Druckerfarbe, das heißt, die alte Druckerfarbe liegt ja auch noch rum und alles. Und ja, ich hatte jetzt keinen Bock, extra nur für diese Aufnahme aufzuräumen. Beziehungsweise, ich räume ja nachher noch weiter auf, weil ja heute am Stream ist. Beziehungsweise, wenn ihr das seht, weiß ich gar nicht, ob der Tag der Stream ist. Aber jetzt, wo ich das aufnehme, ist halt heute Abend Stream. Das dafür muss sowieso klar Schiff gemacht werden. Das sind halt alles, was auf der linken Seite ist. Nee, rechte Seite. Von mir aus rechts, von euch aus links. Ja, wir haben beim letzten Mal den Tod geküsst. Und wir haben endlich die Banditen, Räuber und was weiß ich hier gefunden. Der Zauber ist noch nicht bereit. Und dann machen wir heute auch weiter. Ich gehe jetzt hier kurz ein Stückchen raus. Das heißt, als erstes hier die Straßenräuberchen töten. Und gucken, versuchen, machen, dass wir hier vorankommen. Ewig kann ich heute allerdings nicht aufnehmen, weil, wie gesagt, ich muss ein bisschen aufräumen. Freitag kriegen wir hier Besuch. Das heißt, ich muss auch oben im Haus ein bisschen was machen. Ist jetzt zwar nicht so viel, aber man will es ja trotzdem ein bisschen ordentlich als ordentlich haben. Deswegen, ja, aber wir haben noch viel zu tun. Dann, wie gesagt, ab 17, 18 Uhr Stream. Ja, es könnte alles etwas eng geholt werden. Aber mal gucken. Wir schauen einfach. Und ja. Ich würde einfach mal sagen, wir starten einfach mal hier gemütlich mit ein paar Frostblitzen. Ja, ich habe jetzt vor ein paar Tagen den letzten Band der Krieg der Ahnenreihe gekauft, beziehungsweise kam er an. Inklusive das erste Band der Chronik von WoW. Da bin ich jetzt gerade fleißig am Lesen. Ich lese zwar eigentlich Krieg der Ahnen Band 1, aber ich habe mich dann doch umentschieden, dass ich erst die Chronik lese. Ich bin außer Reichweite. Und ja, ich muss sagen, es ist sehr, 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 sehr interessant, wobei ich das komplette erste Kapitel, oh Gott, Entschuldigung, dass ich hier rumgehe, ne? In der es um die Entstehung hier geht. Tatsächlich. Das lädt immer noch auf. Komm schon. Kann ich noch nicht wirken. Ja, okay. Verkackt. Danke. Boah, es waren sogar drei, die dann kamen. Okay. Ja, ich muss mich erstmal wieder einfinden. Ist alles gerade wieder ein bisschen ungewohnt, weil WoW habe ich jetzt länger nicht gespielt. Von daher, ja. So. Ich habe es jetzt auch auf YouTube so gemacht. Also morgen, das für mich ist es morgen. Ich werde es jetzt so machen, dass ich alle 2 Tage und sonntags ein Video hochlade. Beziehungsweise vielleicht nicht nur und sonntags, vielleicht dann wirklich, dass auch mal einen Sonntag ausfällt, weil ich ja das Fiesta-Projekt mit Kaya abgebrochen habe. Beziehungsweise werde ich es abbrechen. Ich werde die letzten Videos, die ich noch habe, werde ich hochladen. Aber es werden vermutlich leider mit ihm keine neuen Videos kommen. Wenn doch, dann vergesst, was ich hier sage, aber zum jetzigen Standpunkt wird es keine weiteren Videos mit Kaya geben. Und ja.
Deswegen. Ich weiß noch nicht, was kommt. Vielleicht kommt irgendwann auch Fiesta wieder. Vielleicht war ich Fiesta alleine. Vielleicht war ich Fiesta mit jemand anderem zusammen. Dieser Zauber ist noch keine nicht Ahnung. Kann ich noch nicht wirken. Warum hat er mich eigentlich jetzt so lang in dem Frostding unterbrochen? Weil das war ja verdammt lange, wie der mich jetzt unterbrochen hat. Ihr schwacher Mana-Trank, den kann ich ja auch gebrauchen. Rolle der Ausdauer brauche ich zwar vielleicht nicht unbedingt. Aber okay. Ich auch noch was für die Gesundheit. Okay. Wie gesagt, ich muss jetzt hier gerade so ein bisschen rumgucken. Es kann auch zwischendurch sein, dass meine Tastatur, meine Maus oder mein Mikro flöten gehen. Ich weiß nicht, was ich zurzeit mit den USB-Hubs habe. Aber aus irgendeinem Grund geht die Verbindung immer verloren. Von den Sachen zum USB-Hub zum PC. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht muss ich die Treiber mal aktualisieren. Das wird auf jeden Fall mein nächster Plan sein, vorm Stream. Und ja, dann einfach mal schauen. Da in die Gruppe gehe ich jetzt nicht rein. Ich würde gerne den Vater hochgehen. Problem ist, ich muss jetzt erstmal mit der jetzigen Kältesituation klarkommen. Bin gleich wieder da. So, ich hoffe, dass die Heizung jetzt angeht. Na, hab sie jetzt nochmal hochgedreht. Wir hoffen jetzt einfach mal alle das Beste. So, weil ich hier einmal machen, wahrscheinlich kommen dann beide. Ja. Oh Gott, das ist ein 18er. Okay, ich sterbe. Boy. Okay, 18er. So. Ich mach das jetzt einfach mal so, weil ich ja nicht ganz so viel Zeit habe. Deswegen rede ich jetzt einfach hier irgendwie über Gott und die Welt. Gut, wir sollten vielleicht doch noch nicht auf dem Hügel. Aber das ist gut, dass wir zumindest die anderen Viecher soweit hinbekommen. Wenn wir uns in Geduld üben. Oh, das kann nur ewig dauern. Ist hier eigentlich gerade irgendjemand in dem Gebiet gerade? Westphal. Einer. Finia. Stufe 13. Okay. Okay, es ändert sich nichts. Im Wald ist einfach. Im Westfest ist einfach keiner. Aber hier hat sich gerade einer neu erstellt. 37 Personen gefunden. 37 Personen, die gerade nur online sind. Also wenn wir. Classic, Burning Crusade Classic spielen, spielen wir auf jeden Fall eventuell auf einem Server, der voller ist. Dunmorok. War das denn nochmal? Sag mir auch irgendwas. Okay. Dann schauen wir einfach mal. Okay.
Also ein Straßenräuber hatte ich ja schon mal getötet. Also oder war das der eine eben gerade? Einen hatte ich ja eben getötet, aber es kam ja dann ja noch ein zweiter. Dann wird der das wahrscheinlich gewesen sein. Naja, kümmern wir uns erstmal um die hier. Das lädt immer noch auf. Unser Zauber ist noch nicht bereit. Das ist zu weit entfernt. Kann ich noch nicht wirken. Okay, also wenn die mich mit ihrem Schild blocken kann, ich... Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Keine Eismagie mehr nutzen, scheinbar. Etwas doof. Aber nun gut. Was ist das kalt hier unten? Also wenn wir das nächste Mal sterben sollten, ziehe ich mir auf jeden Fall was Dickeres an. Müssten nur eigentlich auch noch welche rumlaufen, oder? Ja. Ich muss näher ran. Knöchelaue haben wir jetzt auch gleich vollständig. Und danach brauchen wir die das anderen. Immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Okay, jetzt bräuchten wir die 18er. Aber tadadada, wir haben ja auch noch Fläschchen Öl. Was ist das? Die Murlocs haben wir halt auch noch. Aber ich würde zumindest gern ein Level noch hochkriegen. Ich gehe mal von aus, Leveln tut es sich jetzt am besten mit denen hier, ne? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Oh mein Gott, da reitet einer. Level 60. Nimm mich mit. Ich will auch Level 60 sein. Bin ein kleiner, zarter Anfänger. Ich sterbe. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Komm schon. Wir müssen leveln. Wir gehen gleich zu den Murlocs. Bis gleich. Okay. Wir leben wieder und meine Maus funktioniert schon wieder nicht. Ich weiß echt nicht, was damit los ist. Ich habe echt keinen blassen Schimmer mehr.
Ich würde sagen, wir gehen das mal zu den Murlocs. Ist jetzt zwar doof, weil ich jetzt erstmal den ganzen Weg zurückeiern muss. Aber es bringt ja nichts, wenn wir hier die ganze Zeit sterben. Das heißt, wir gehen die Murloc-Küste jetzt einfach mal runter. Wird auch hart. Vor allem, weil es halt nur einen Wiederbelebungspunkt hier gibt. Aber ich weiß nicht, wie ich anders leveln soll. Ich hab doch keine Ahnung. No. Oh. Stufe 5. Stufe 12. Ja, ich brauche halt auch bald unbedingt neue Rüstung. Oh, Kacke. Eingefroren. Weg hier. Mit Stufe 18er lege ich mich nicht an. Ist auch immer noch hinter mir her, glaube ich. Jetzt geht er. Und wir haben die Straße erreicht. Oh Gott sei Dank. Ich weiß halt nicht, welche Murlocs wir genau brauchen. Ob die hier hinten auch gibt. Wäre ja ganz gut. Also ich schätze mal, für die Straßenräuber, da die Level 18 sind, müssen wir mindestens 2 Level schaffen. Mindestens. Wenn nicht sogar mehr. Gehen wir dann in Richtung Küste. Ich weiß nicht, ob wir auch die Krieger und alles brauchen. Orakel, Mörder, Krieger, Küstenläufer, Gezeitenjäger. Netzer, okay. Krieger sind hier aber auf jeden Fall vertreten. Das lädt immer noch auf. So, da musste ich eben kurz niesen. Ei. Ja, also die kleinen brauche ich nicht, ich brauche halt die blauen. Ja, das kriege ich, brauche ich nicht. Ist noch nicht bereit.
Nein, das ist Leder. Wie viel Geld habe ich? 54 Silber. Okay. Ist mir jetzt egal, ob wir auch die Netzer töten oder nicht. Problem ist halt, wir müssen leveln. Also wir müssen sowieso alles töten, was uns irgendwie kommt. Und hoffen, dass es reicht. Schuhe, warte mal. Oh mein Gott. Yes. Wir haben bessere Schuhe. Wenn ich den töte, kommen alle. Genau wie wenn ich jetzt hingehe. Scheiß Ausgangssituation. Ich will mir ja nicht gleich alle auf den Hals jagen. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Kann ich noch nicht wirken. Das hält immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Was erst mit denen da? Kann ich noch nicht wirken. Und dann kann ich den da. Ach, Gezeitenjäger brauche ich. Die brauche ich noch nicht mal. Na gut, aber ich brauche sie ja sowieso zum Leveln. Also kann es eigentlich auch egal sein. So. Ich werde sterben. Ganz klar. Okay, dann leveln wir halt auch da nicht. Ich brauche halt echt mal so einen perfekten Ort, wo ich leveln kann. Also halt so den perfekten. Da ist es halt nicht ganz... Aber an anderen Orten ist halt nichts mehr los. Oh, Tränke. Selbst dann dauern die ja ewig. Ich weiß noch nicht, wie ich das anstelle. Wirklich nicht. Ein Plan. Ah ja. Die Erntebehüter bringen halt auch nicht mehr so viel, ne? Mit den Erntebehütern hatte ich ja vorher gelevelt.
Und hier, ja, wäre doof. Und dann gehe ich halt hier hoch und level dann halt mit den anderen Kobold-Viechern da. Dann mache ich halt einfach alles platt, was ich sehe und was sich bewegt. Dauert dann nur ein paar Jahre. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. P180. Und wir brauchen 14.400. Mein Name ist zu niedrig. 150 waren das. Das ist auf jeden Fall ein 14er. Das 14er, ja. Okay, der eine hat 180 gegeben. Wie viel EP gebt ihr? Kann ich doch nicht wirken. 210. Okay, 210 ist ja schon mal ein Anfang. Dann leveln wir mit den Viechern. Dauert nur ein paar Ionen. So, wenn wir mit denen durch sind, bis Stufe 16, mit was leveln wir dann? Dann bräuchten wir ja eigentlich Stufe 15er Viecher. Level macht Spaß. Level macht Freude. Nicht. Also wir müssten bis Stufe 17 kommen. Ab Stufe 17 könnte ich mir neue Ausrüstung kaufen. Ach, das war auch ein niedriges Getier. Muss ja auf jeden Fall jetzt mal gucken.
Da sind noch mehr Level 14er. Aber die sind da halt in einem Rudel. Ein Rudel schaffe ich ja trotzdem nicht. Das ist eine Tatsache. Das ist Gruppe 19. Hört hier weg. Hört hier weg. Das lässt immer noch aus. Oh Gott. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lässt immer noch aus. Okay, dann gehe ich jetzt einmal Richtung Speerkuppe wieder. Oder, warte, wir porten uns einfach nach Speerkuppe. Okay, oder wir porten uns nicht nach Speerkuppe. Wenn hier so ein kleiner Kojote meint, mich angreifen zu müssen. Weil dann porte ich uns jetzt einfach mal dahin. Und dann verkaufen wir ein paar Sachen. Seid gegrüßt. Wie das zum Beispiel. Das. Das. Oh, hallo. No, Stufe 17. Den sollte ich nicht verkaufen. Siehe 72. Mal, ob wir etwas finden, was Stufe 14 ist. Nicht allzu weit von diesem Ding hier entfernt. Für den Fall, dass wir sterben. Oh, ein Paladin läuft ja auch noch rum. Da ist was, was auf Stufe 14 ist. Der andere hat 210 gebracht. Wie viel bringst du? Wir bringen alle auf der Stufe die gleiche. Ich habe kein Ziel. Ja. 210, okay. Okay, ihr seid Stufe 17. Ich muss näher ran. Hier sind nur noch 3000. Wie viel bringst du für 15er? Ich habe kein Ziel. 240.
Bald sind wir Stufe 16. Das Schlimmste ist halt wirklich immer kurz bevor man zur nächsten Stufe so aufsteigt. Und die letzten zwei Level zur nächsten Stufe, wo man Klamotten kaufen kann. Das ist halt wirklich ätzend.